Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 5. Heute zu dem Thema Alles in die Cloud, Vor- und Nachteile von Cloud- und On-Premise-Lösungen. Vielen, vielen Dank für das Feedback für den letzten Podcast. Wenn ihr Fragen zu dem aktuellen Thema habt, im Anschluss an den Podcast, könnt ihr die gerne an podcast@skillbyte.de senden. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen, also je nachdem, wo ihr den Podcast hört, bei YouTube, Soundcloud, Deezer, Spotify. Lasst uns gerne eine Bewertung da, gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr euch ja per E-Mail an uns wenden. Heute bin ich wieder hier mit Masia, wie gesagt, zu dem Thema Cloud. Und ich freue mich schon, mit dir über das Thema sprechen zu können, Masia. Hallo Maurice. Ja, ich freue mich auch. Ein sehr spannendes Thema. Ja, in aller Munde auf jeden Fall. Und ich würde auch gerne damit beginnen, dass wir kurz anreißen, was ist die Cloud? Was ist auf der einen Seite die Cloud? Was bedeutet genau On-Premise? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Hybrid-Cloud, den man ja auch in der letzten Zeit immer häufiger hört? Ja. Okay, dann würde ich damit beginnen, was ich unter Cloud verstehe. Also generell ein ganz einfacher Merksatz, was bedeutet die Cloud oder was ist die Cloud? Das heißt, der Computer von jemand anderem. Das ist jetzt eine sehr breite Begriffsdefinition. Allgemein versteht man darunter Infrastruktur, also Server, Load Balancer, Firewalls, diverse andere Netzwerkinfrastruktur, die nicht bei einem selber im Rechenzentrum liegt oder bei dem eigenen Unternehmen im Rechenzentrum liegt, sondern bei einem externen Anbieter. Das können die großen Anbieter sein, hier wie Amazon oder Google oder Microsoft, aber das können auch andere Cloud-Anbieter sein. Von denen gibt es ja eine ganze Menge. Das ist für mich so die grundlegendste Ebene, also dass diese Cloud-Anbieter im Prinzip die Hardware-Ressourcen bündeln. Das ist aber ja wirklich nur die unterste Ebene. Auf dieser Infrastruktur erstellen die Cloud-Anbieter dann oder bieten oft Dienstleistungen an, wie etwa eine Cloud-Datenbank oder ein Content Delivery Network, ein CDN oder einfach Storage-Leistungen, also zum Beispiel S3 von Amazon. Das ist einfach wie eine große Festplatte im Internet wirkt dieser Service quasi. Das ist für mich so die Ebene. Also die Hardware-Ebene ist als untersten Baustein, dann kommen Dienstleistungen und Services. Diese Dienstleistungen und Services können dann angesprochen werden über Programmierschnittstellen, also zum Beispiel von dem Storage zu bleiben, kann ich jetzt per API gewisse Dateien ablegen, die einige Gigabytes groß sein können und kann die auch wieder abrufen. Kann sie, dadurch, dass sie eine Schnittstelle haben, kann ich das in meine Geschäftsprozesse einbauen, also etwa, dass jeden Tag eine bestimmte Datei hochgeladen wird, die dann dort abgelegt und sicher vorgehalten wird. Das ist dann sozusagen die dritte Ebene, also Infrastruktur ganz unten, darauf diese Dienstleistungen, darauf dann die Programmierschnittstellen, dann eben angeboten werden können, dass die Nutzer der Cloud das dann auch nutzen können. Also im Grunde verstehe ich, ja, mein Verständnis ist, deckt sich mit deinem Verständnis, aber ich glaube, es hilft, das noch besser zu verstehen, wenn man ein bisschen die Historie mit ins Spiel nimmt. Also früher ohne Cloud hatte man eigentlich nur diese On-Prem-Lösungen. On-Prem-Lösung bedeutet im Prinzip nichts anderes als eigene Rechner, eigene Hardware, eigenes Blech, eigenen Rechenzentren. Das heißt, die Firmen haben ein Rechenzentrum gehabt, maximal Rechenzentrumsplätze gemietet von Dienstleistern, keine Ahnung, wie Hetzner, Strato, Telekom, was auch immer, die gewisse Richtlinien erfüllen an so ein Rechenzentrum, wie zum Beispiel allein schon Feuerschutz, Notstromversorgung und all diese Dinge. Und man konnte sich entscheiden, will man das alles selber aufbauen oder will man das quasi mieten von anderen? Und da kommt das ins Spiel, was du gesagt hast, Rechner von anderen. Irgendwann ging das dahin über, dass ich nicht nur Platz oder Rechenzentrumsplatz gemietet habe, sondern sogar Rechner von einem Anbieter, wie zum Beispiel ein Root-Server oder mehrere. Und habe dann quasi meine eigene Software immer darauf installiert. Die Notwendigkeit des Ganzen rührte einfach daher, wenn zum Beispiel, ich komme ja selber aus der Softwareentwicklungsecke und jedes Mal, wenn wir eine neue Software entwickelt haben, fing es immer an, ja sag doch mal, wie viel Kapazität du brauchst. Und dann hat man sich einfach hingesetzt und ins Blaue, weil was weiß ich, wie viele User, Nutzer diese Software in Zukunft nutzen wollen, wie viele Ressourcen, RAM, Harddisk, Bandbreite und so weiter, ich benötige. Also man hat dann einfach irgendwas geschätzt, hat so eine Excel-Liste gemacht,
mal Best Case, Worst Case und dann hat den Mittelwert genommen und dann ging das an die Admins. Ja, hör mal, ich brauche jetzt 5 Server für die Produktion, dann brauche ich vielleicht 3 für eine Staging-Umgebung und 2 für die Entwickler. Dann wurde das hochgerechnet und dann ging eine Bestellung raus. Und dann hatte man zum Beispiel bei Dell oder HP oder wo auch immer diese Rechner bestellt. Das hat Wochen gedauert, bis die Maschinen ankamen, eingerichtet waren und betriebsbereit waren. Irgendwann wurde das Ganze dann ein bisschen vereinfacht, indem man gesagt hat, okay, wir kaufen uns 2 oder 3 gigantische Maschinen. Also Stichwort zum Beispiel VMware mit ESX-Server und so weiter, die quasi eine Virtualisierungsebene reingebracht haben. Genau. Und diese Virtualisierungsebene war quasi der Startschuss für Cloud-Infrastrukturen. Und irgendwann hat Amazon gesagt, okay, ich stelle diese gigantischen Maschinen bereit, und zwar tausende davon. Und wenn ein Kunde Ressourcen braucht, der ruft mir einfach zu, hey, ich brauche 8 GB, 16 GB RAM, ich brauche 2 physikalische Maschinen. Und Amazon hat dann diese virtuellen Maschinen zur Verfügung gestellt. Die gibt es heute noch, das sind die sogenannten EC2-Instanzen. Das ist ein ganz einfacher virtualisierter Rechner, den ich mieten kann, basierend auf bestimmten Linux-Distributionen, aber natürlich inzwischen auch Windows und kann dann einfach mein Zeugs da drauf installieren. Ja. Und das war der Startschuss von Amazon und dann kam Google und Microsoft und etliche andere, die diese Dienstleistungen quasi anbieten. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich jetzt, wenn ich vor derselben Herausforderung stehe, okay, ich mache eine Software und ich weiß gar nicht, wie viele Ressourcen ich brauche, dann kann ich erstmal mit sehr wenigen Ressourcen bei diesen Anbietern anfangen. Und Stichwort Skalierung. Wenn ich merke, hey, mir rennen die User die Bude ein, kann ich mit wenigen Klicks das Ganze skalieren und aus dem einen Rechner, wenn ich will, 1000 Rechner machen und zwar innerhalb von Minuten. Und diese Geschwindigkeit ist das, was die Cloud ausmacht. Meines Erachtens ist das eine. Das andere ist Thema Automatisierung, dass ich quasi all diese Klicks, die ich in irgendeinem Dashboard machen muss, um Rechner bereitzustellen, Ressourcen hochzudrehen oder wieder freizugeben, alles per API machen kann. Und wenn ich das per API machen kann, also dann kann ich es auch automatisieren. Zum Beispiel kann ich sagen, hey, wenn ein Schwellwert erreicht ist auf dem Server, sprich so und so viel Unique Sessions, dann fahr mir bitte den zweiten Server hoch und verteile die Last. All das kann ich automatisieren. Und das sind für mich die 2 wesentlichen Aspekte der Cloud-Infrastrukturen, nämlich einmal die Skalierung und die Automatisierung. Und das, was du noch gesagt hast, ist, dass man diesen ganzen Bestellprozess abkürzt. Geschwindigkeit, absolut. Genau. Dass man, ich weiß heute noch nicht, was ich brauche, aber wenn ich es morgen bräuchte, weil sich die Nutzungscharakteristik der Anwendung ändert oder ich auf einmal eine neue Komponente in Betrieb nehmen möchte, dann ist das, ist dieser neue Service sofort da und ich muss nicht erst einen langwierigen Bestellprozess angehen. Richtig. Ich bezahle dann im Prinzip für eine sofortige Nutzung von Ressourcen. Ich bezahle also, wenn ich zum Beispiel so eine EC2-Instanz, eine virtuelle Maschine starte, dann zahle ich stündlich, das heißt pro Stunde, was ich nutze. Und dieser Betrag ist niedriger oder höher, je nachdem, welche Ressourcen die Maschine hat. Mehr RAM kostet mehr CPU kostet mehr und die Bandbreite, also die Nutzung des Datenverkehrs, kostet nochmal extra. Dieses Abrechnungsmodell ist nicht ganz ohne, ist auch nicht ganz unkompliziert, weil es sind halt eben nicht nur die Maschinen, sondern wie du eben am Anfang sagtest, es gibt viele, viele Dienstleistungen drumherum, die inzwischen auch als Cloud betrieben werden können und da kann es sich schon summieren. Ja, das ist auch du hast das sehr schön im zeitlichen Verlauf skizziert. Am Anfang sind es nur VMs, also man sagt, okay, die Hardware, die Infrastruktur stellen wir bereit, aber ihr könnt darauf installieren, was ihr wollt. Mittlerweile geht es ja gerade in die Richtung hier mit diesen AWS Lambda, Serverless Computing, Trigger, bei bestimmten Ereignissen ausgeführt werden, die dann andere Lambda-Funktionen anstoßen, geht es ja hin, dass man sagt, du, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Services, wir haben alles bei uns schon perfekt elastisch skaliert. Du musst nur noch lernen, wie man unser API benutzt und dann kannst du da deine eingeschränkten Code-Funktionen sozusagen ausführen. Ja. Und genau, dadurch wird halt dieser Dienstleistungsgrad wird auf eine immer höhere Ebene transportiert. Richtig. Am Anfang hast du nur Infrastruktur, dann hast du virtuelle Maschinen, also Infrastruktur, die zusammengesteckt ist, eingeschaltet ist und funktioniert. Und mittlerweile hat man ganze Programm-Stacks, die man nutzen kann, die man einfach nur noch zusammenstöpseln kann. Und da ist auch meine Erfahrung, dass man da sehr, sehr viel dieser oberen Dienste, dieser oberen Kategorie nimmt, dass
das Thema Preis dann doch häufig wieder besprochen wird. Ja, ja, also wirklich, ich könnte wirklich stundenlang über die Vorteile der Cloud sprechen, aber es gibt tatsächlich zwei oder drei, die man noch zusätzlich beleuchten muss. Wir haben einmal gesagt Geschwindigkeit. Mhm. Ich kann quasi instant beliebig viele Maschinen starten, aber einfach auch mal, wenn ich mal schnell was ausprobieren will, dann brauche ich keine eigene Hardware. Wenn ich eine eigene Hardware oder Rechenzentrum habe, muss ich gucken, hey, wo ist gerade was frei? Habe ich noch hier und da Kapazitäten? In der Cloud fahre ich einfach was hoch, probiere was aus und fahre es wieder runter, wenn ich fertig bin. Zum Beispiel, stell dir vor, ein Unternehmen will jetzt in das Thema DevOps einsteigen und will mal eine CI/CD-Kette aufbauen, um einfach mal auszuprobieren, Kubernetes auszuprobieren, wie funktioniert das, wie greifen die Teile ineinander. Dann kann man schnell so eine Infrastruktur hochfahren, damit rumspielen, testen, Erfahrungen sammeln und wenn ich sie nicht brauche, fahre ich sie wieder runter, fertig. Und ich muss mir keine Gedanken um Kapazitäten machen, um Platz im Rechenzentrum oder. Mhm. Und ein weiterer Vorteil ist das Thema OPEX-Kosten gegenüber CAPEX-Kosten. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich Hardware kaufe im eigenen Rechenzentrum, dann sind das CAPEX-Kosten. Das heißt, ich schreibe diese Hardware, die ich gekauft habe, über eine bestimmte Nutzungsdauer ab. Bei Cloud-Betrieb zahle ich die Rechnung in der Höhe, wie ich sie bekomme, kann ich sie sofort in dem Monat absetzen. Das heißt, ich muss nichts abschreiben, sondern kann die Kosten sofort geltend machen. Weniger buchhalterischen Overhead sozusagen, wenn man das so möchte. Ja. Genau. Und ich brauche, und das ist für mich auch ein wesentlicher Unterschied und Vorteil der beiden Infrastrukturen, ist, dass je mehr ich von diesen Diensten oder Dienstleistungen in Anspruch nehme, desto weniger eigene Ressourcen brauche ich in Form von Operating. Das heißt, meine Admins werden eher frei für andere Dinge, vielleicht wichtigere Sachen, als sich mit Patching auseinanderzusetzen oder wie mache ich so einen Dienst sicher oder wie baue ich ein Backup-Konzept auf, weil all diese Dinge nicht zum ersten Mal gemacht werden und Amazon oder Microsoft oder Google stellen die besten Ingenieure dafür ein. Das heißt, wenn ich Security aus der Cloud dazu buche, kaufe, da gibt es Dienstleistungen drumherum, also auch AWS-Dienste zum Beispiel, dann kann ich mir sicher sein, dass die besten Ingenieure daran gearbeitet haben, weil Amazon für solche Dienste haftet, wenn sie das anbietet. Mhm. Meine eigenen Leute, da muss ich das Know-how aufbauen, das Know-how muss weitergebildet werden, weiter ausgebaut werden, immer on top gehalten werden und. Mhm. Das kaufe ich quasi mit ein, wenn ich so einen Dienst in Anspruch nehme. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Also kann ich mir überhaupt so viele Admins leisten, die all diese Dinge tun, die zum Beispiel Amazon für mich macht. Das Thema Haftung sehe ich auch als eine ganz entscheidende Sache an. Die kann man pro Cloud oder contra Cloud auslegen. Also das Schutz. Ich glaube auch, dass man diese ganzen Services von den großen Cloud-Providern, die werden natürlich totgetestet sein, dass da kein Hacker rankommt, ja, oder dass es ganz, ganz schwierig sein wird. Allerdings ist das Ziel natürlich für die Hacker auch verlockend. Wenn sie von einem Mittelständler irgendwie in das Lagerhaltungssystem einbrechen, okay, dann wissen sie, in dem und dem Hochregal liegen 3 Tonnen Fliesen. Wenn du natürlich bei Amazon reinkommst, dann hast du direkt 1000 Unternehmen, wo du mal nachgucken kannst. Ja. Also das ist wieder so eine Sache, das ist nicht ganz eindeutig, aber ich würde auch sagen, dass Amazon da oder generell große Cloud-Anbieter, ich will gar nicht so herstellerspezifisch sprechen, da sehr, sehr viel investiert, dass das eben nicht passiert, weil dann hätten sie, das ist ja das Schöne, als Nutzer hat der Hersteller dann direkt ein Riesenproblem und ihm liegt sehr daran, dass das gar nicht erst auftritt. Genau. So, natürlich ist es auch, wenn du Daten verarbeitest, die nicht dein Rechenzentrum verlassen dürfen, also wenn du ein eigenes Rechenzentrum hast gegenüber der Cloud, dann kann es auch sicherer sein, wenn die Daten nie mit dem Internet in Berührung kommen, weil dem muss man sich klar sein, bei diesen ganzen Cloud-Services muss man natürlich verschlüsselt über das Internet mit diesen Services kommunizieren und auf die Verschlüsselung vertrauen. Jetzt kann es da Daten geben, bei denen das auch kritisch ist, dass man sagt, okay, heute transportieren wir die Daten mit dem und dem Verschlüsselungsalgorithmus hin und her, wie das in den 80ern auch schon gemacht wurde. So, und die Rechner, die heute auf dem Markt sind, sind einfach so stark, dass die Verschlüsselung aus den 80er Jahren, dass sie im Prinzip alle geknackt werden können, das könnte natürlich auch zukünftig passieren. Jetzt vor 2 Wochen gab es einen großen Durchbruch im Bereich der Quantencomputer. Das könnte natürlich auch passieren mit den aktuellen Sicherheitsmechanismen. Ja. Aber da kannst du darauf wetten, dass diese Cloud-Anbieter da darauf reagieren. Und zwar schneller als jedes Unternehmen das kann. Auf jeden Fall. Dem muss man sich einfach nur bewusst sein, dass man natürlich
die Cloud-Anbieter stehen unter Feuer der Hacker und haben ein hohes Eigeninteresse, da eben gegenzuhalten. Aber ganz ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Aber das ist es natürlich auch beim eigenen Rechenzentrum nicht. Und ich würde auch behaupten, das durchschnittliche Rechenzentrum ist schlechter gesichert, als großen Cloud-Anbieter das hinbekommen können. Ich glaube, bei diesen, bei dem Cloud muss man auch nochmal ein bisschen, weil da gibt es verschiedene Ebenen. Du hast das auch ein bisschen angedeutet. Da tauchen auch schon mal Begriffe auf, die man vielleicht gehört hat, wo es vielleicht Sinn macht, drüber zu sprechen. Das eine ist die unterste Ebene IaaS, also Infrastructure as a Service. Sprich, ich nehme einzelne virtuelle Maschinen, die ich mir anmiete oder Router oder was auch immer notwendig ist, um eine Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, ich beauftrage diese 3 Cloud- oder 4 Cloud-Anbieter damit, mir diese Infrastruktur bereitzustellen. Das andere ist Platform as a Service. Das sind dann solche Dinge wie zum Beispiel, also PaaS, P-A-A-S. Das ist dann zum Beispiel, ich miete mir ein Hadoop-Cluster oder ein Kubernetes-Cluster, wo der Cloud-Anbieter für alle Komponenten dieser vielen beweglichen Teile dieser Software verantwortlich ist. Also zum Beispiel, wenn du ein Kubernetes-Cluster bei Amazon mietest, in Anführungsstrichen, gibt es verschiedene Formen, je nachdem, wie viel Know-how du hast, wo du dich am Ende, also in der einfachsten Form, über keine einzelne Management-Komponente mehr Gedanken machen musst. Du kommst da auch gar nicht dran, sondern dir nur noch die Arbeitsknoten hast, wo du einfach nur deine Software drauf deployst mit 2, 3 Befehlen. Und diese komplexe Infrastruktur bestehend aus Software und Infrastruktur, das ist dann das PaaS. Und dann gibt es noch das Thema SaaS, also Software as a Service. Das sind dann, da hast du eigentlich mit den ganzen Infrastrukturkomponenten, Managementkomponenten nichts zu tun. Du mietest dir eine Software. Das ist zum Beispiel Salesforce. Die haben ihren Betrieb und ihre Software auch in der Cloud und bieten dir ihre Dienstleistungen für eine monatliche Gebühr an, sodass du es quasi in der Cloud nutzen kannst. Das sind also diese 3 verschiedenen Spielformen der Cloud. Ja, das ist dann die für den Endkunden bequemste Version, wo er natürlich aber auch am meisten auf den Anbieter sozusagen angewiesen ist. Ne? Also das ist auch so eine Sache, je nachdem, welchen Abstraktionsgrad man verwendet in der Cloud. Also zum Beispiel, wenn ich nur virtuelle Maschinen benutze, bin ich relativ anbieterunabhängig. Ne? Ich habe meine virtuellen Maschinen, ich sag mal, ich hoste die bei Azure, bei Microsoft und da passiert irgendwas, was mir nicht passt. Die Preise werden erhöht oder Performance ist nicht das, wie ich mir das erhofft habe, dann kann ich die virtuellen Maschinen einfach zu einem anderen Cloud-Anbieter umziehen und das ist relativ einfach. Wenn ich natürlich viele dieser proprietären Dienste nutze, also wie diese Schnittstellen von Amazon, Redshift oder für andere Datenbank-Services, dann ist der Umzug natürlich nicht so einfach möglich. Und das, was man früher, also die Unternehmen in den 90ern, die haben sehr oft eine Abhängigkeit zu Oracle-Datenbanken entwickelt und waren nicht immer alle glücklich damit. Und das kann dir auch mit Cloud-Services passieren, wenn du dich blind auf die oberste Stufe sozusagen stellst und sagst, so, ich möchte mit dem, also klar, kann natürlich auch ein Geschäftsmodell sein, dass man sagt, ich möchte mit nichts was zu tun haben, sondern ich möchte die Software einfach nur nutzen. Und ich denke, bei großen ERP Systemen ist das auch erstrebenswert, aber man ist dem Hersteller dann natürlich auch ein Stück weit ausgeliefert. Ja, stell dir vor, du hast SAP eingeführt, nutzt hier diese Cloud-Lösung von dem Hersteller 3 Jahre und dann werden irgendwie die Preise erhöht oder man sagt, in der Region, wo du bist, das lohnt sich jetzt nicht so für uns, da einen schnelleren Server hinzustellen, sondern da ist jetzt auf mittlere Sicht, können wir dann die Performance nicht verbessern. Da hat man einfach keine Handhabe. Ja. Ja, also ich empfehle manchmal, wenn ich bei Kunden bin, das sind Konzerne, die haben von ganz oben eine Policy und arbeiten als Beispiel ja jetzt mit Microsoft zusammen. Dann ist es für die völlig klar, dass sie Azure nutzen als Cloud. Ne? Und da kann man auch diese Dinge bis ins Detail nutzen. Wenn aber ich neue Kunden habe, die sich gerade entscheiden, wissen nicht wohin und auch gar nicht so verbandelt sind mit einem Anbieter, empfehle ich lieber die Low-Level-Variante. A, aus 2 Gründen. Einmal, wie wir gesagt haben, dass du auch umziehen kannst, um einfach jetzt mal Erfahrung mit dem einen zu sammeln. Und wenn der dir nicht passt, dann kannst du zu einem anderen gehen. Und B, du weißt halt immer, was passiert. Wenn du deine eigenen Admins so aufschlaust, dass sie wissen, ich nehme mal das Beispiel Kubernetes, dass sie wissen, was die einzelnen Komponenten sind, wie sie funktionieren und so weiter und so fort, dann ist es völlig egal, in welcher Cloud sie laufen. Entweder, es ist sogar egal, ob die on-premise laufen, weil es immer gleich funktioniert. Wenn du aber ein Fargate von Amazon nutzt, das ist die höchste Stufe der Vereinfachung für Kubernetes bei Amazon, dann hast du keinen Plan, wie Kubernetes funktioniert, sondern du weißt nur, wie du gerade
eine App da drauf kriegst und das war's. Ne? Das muss halt jedem Unternehmen bewusst sein und wissen langfristig, mittelfristig, was ihre Strategie ist und wie sie mit der Plattform umgehen wollen. Also beides valide Ansätze, aber man muss halt wissen oder eine gewisse Vorstellung haben, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, wenn wir jetzt erstmal so sagen können, also unsere Kunden sind ja meistens Großunternehmen, die starten ja nicht bei Null. Die haben ja schon ein Rechenzentrum und die nutzen auch schon Cloud-Services. Aber da muss man eben genau diese Überlegungen anstellen, auf welche Ebene möchten wir uns denn begeben und wie viele Admins oder wie viele DevOps-Leute haben wir denn, die da schon Fähigkeiten haben, ja, genau, die wir da eben entsprechend weiterbilden, weil ich glaube auch kein größeres Unternehmen möchte. IT-Infrastruktur wird ja immer mehr zum Herzstück des Unternehmens oder zum Nervensystem, genauer gesagt. Und wenn du da jetzt alles aus der Hand gibst, dann bist du ja letztlich nur noch die Kundenkartei um diese Cloud-Schicht drumherum. Ne? Ja, und da, glaube ich, ist schon mit ein bisschen Augenmerk, muss man ein bisschen Augenmerk drauf richten, okay, welche Dienste nutzen wir in der Cloud, auf welche Abstraktionsebene begeben wir uns da und was sind eben die Vor- und Nachteile dieser Ebene, die wir da verwenden. Ne? Man kann natürlich super schnell skalieren, wenn man sagt, wir haben eigentlich nichts mit dem Internet zu tun. Also ich sag mal so ein klassischer Mittelständler, der vielleicht in der Industrie Dinge produziert, aber jetzt auch sagt, okay, ich würde aber meine Komponenten auch gerne in einem Shop anbieten oder meinen Katalog online bringen. Ne? Das ist ja auch immer ein häufiger Anwendungsfall, dass man sagt, okay, pass auf, da könnte man tendenziell auf einer sehr hohen Ebene einsteigen. Wenn man aber sagt, unser Kerngeschäft ist schon sehr IT-lastig oder sehr datenverarbeitungslastig, dass man dann vielleicht, wenn man das Fachpersonal eh da hat, auf einer unteren Ebene setzt und sagt, dafür sind wir dann flexibel und können auch die Cloud wechseln oder können auch mal neue Anbieter ausprobieren, die eben zukünftig noch entstehen werden und die dann weitere Services übernehmen. Also ein sehr valider Ansatz ist natürlich auch zu sagen, okay, meine Software, meine Daten und so weiter sind alle hier im eigenen Rechenzentrum und fängt mit der Cloud an. Ich sage mal, eigenständige Dienste identifiziert oder Software, was gerade neu gebaut wird und dann anfängt mit der Cloud Erfahrungen zu sammeln. Das sind auch Hybridansätze denkbar. Sprich, ich habe einen Teil der Software in der Cloud und Teil im Rechenzentrum. Und es gibt viele Möglichkeiten, dann bietet inzwischen jeder an, diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Beispiel entweder über einen VPN-Tunnel oder bei Amazon, also ich bin jetzt mehr der Amazon-Mensch, deswegen bringe ich Amazon-Beispiele. Es gibt dort einen Direct Connect, das spricht, da kommt jemand und legt den Kabel bis zum Rechenzentrum. Und also es gibt viele Wege, diese Welten zu verknüpfen. Und deswegen sind auch hybride Ansätze sehr beliebt, um einfach mal damit anzufangen und mehr dann in die Cloud zu verschieben. Nach meiner Erfahrung würde ich sagen, fast jedes größere Unternehmen benutzt eigentlich diesen hybriden Ansatz, ne? Weil das Rechenzentrum ist einfach klassisch schon da gewesen, die Server sind gekauft, die Infrastruktur ist installiert, das ist jetzt auch im Verhältnis nicht so teuer, weil das teuerste sind immer die Personalkosten, also der Leute, die das alles betreuen oder auch, das darf man auch nicht vergessen, du hast es am Anfang gesagt, das Gebäude muss entsprechend mit Brandschutzmaßnahmen errichtet werden, also auch die Kühlung, die Stromkosten, diese laufenden Kosten von einem eigenen Rechenzentrum können natürlich schon sehr hoch sein. Ja, aber inzwischen musst du auch im Prinzip deine Hardware, deine Ressourcen doppelt vorhalten, also in zwei verschiedenen Rechenzentren halten seit dem 11. September. Und für kritische Infrastruktur wirst du ja schon von aus das haben wollen. Also dieser Mischbetrieb oder diese Hybrid-Cloud, nennen wir es jetzt einfach mal, direkt beim Buzzword, das ist schon gang und gäbe, um eben die Vorteile aus diesen beiden Welten zu verknüpfen. Ein Nachteil wäre dann natürlich die höhere Komplexität. Also ich habe meine ganzen On-Premise-Geschichten plus ich muss mich mit den ganzen Services und Schnittstellen auskennen. Ja. Wie ist da so deine Erfahrung? Meine Erfahrung ist, dass die alte Software oder kontinuierlich benötigte Dienste, die werden quasi weiterhin im eigenen Rechenzentrum betrieben, aber neue Projekte oder Projekte, die auf alten Systemen laufen, wo man sagt, okay, die müsste ich mal umstellen, das sind so potenziell Kandidaten, wo man sagen könnte, oh, hier prüfe ich mal, ob ein Cloud-Anwendungsfall Sinn machen könnte. Also ich habe da zwei Dinge hauptsächlich erlebt. Das eine ist, also auch um der Vollständigkeit halber zu erwähnen, ist das Thema Private Cloud. Ich glaube, dann haben wir alle Cloud-Arten durchgespielt. Das ist all diese Vorteile der dynamischen Skalierung von Hardware-Ressourcen und so weiter, kannst du auch komplett im eigenen Rechenzentrum haben. Da gibt es freie Software wie OpenStack zum Beispiel. Das ist ein Betriebssystem für eine Cloud, nennen die es, was ich dann quasi bei mir über 10, 20, 30, 100 Server
im eigenen Rechenzentrum installieren kann und kann dann quasi genauso mit per API mir Rechnerressourcen holen, wieder abbauen und so weiter und so fort. Also das gibt's auch. Das größte Problem, was ich sehe, wo die, ich sag mal, gerade die deutschen Unternehmen noch Bedenken haben Richtung Cloud, ich glaube, alle verstehen die Vorteile, ist klar, wäre auch schlimm, wenn nicht. Das einzige Problem oder diese Hürde noch ist das Thema Datensicherheit. Also richtig trauen tut man den Cloud-Anbietern nicht. Gerade Amazon, oh mein Gott, amerikanische Anbieter, was heißt nur Amazon, die anderen natürlich genauso. Aber dazu muss man sagen, die haben inzwischen natürlich auch in Deutschland Knotenpunkte, das heißt Rechenzentren in Deutschland. Das zweite ist, die erfüllen sämtliche Zertifizierungen und Richtlinien zum Thema Datensicherheit. Das heißt, eigentlich muss man sich da, also eine gesunde Portion Skepsis und prüfen und checken und machen und tun, ja. Aber grundsätzlich sind die Daten sicher, da muss man sich keine Gedanken machen. Ich will dir ein Beispiel sagen. Eine große deutsche Versicherung, für die ich arbeite, die haben, also es gibt gerade beim Thema Krankenversicherungen, gibt es eine Kategorie von Daten, was unter dem Paragraph 203 fällt. Das heißt dem Strafgesetzbuch nach. Sprich, wenn du Daten hast, die personenbezogen sind und sich zum Beispiel auf Krankheiten und so weiter beziehen oder Rückschlüsse auf Krankheiten ziehen lassen. Und wenn der Vorstand des Unternehmens diese Daten nicht besonders schützt, dann kann er persönlich dafür haften. Und da haben natürlich die Vorstände total Angst, verständlich. Ich würde auch Angst haben und sagen, hey, nee, diese Daten, diese Kategorie der Daten kommen nicht in die Cloud, sondern die gehören zu uns. Wobei das nicht gesagt ist, dass Amazon diese Richtlinien zum Beispiel nicht erfüllt. Ja, es ist nur, dass man sich nicht traut. Und das ist so eine Grauzone. Die einen sagen, kein Thema, kann man, Amazon erfüllt alle Richtlinien. Die anderen sagen, ich weiß noch nicht und lieber nicht. Da ist auch von Rechts wegen noch nicht so richtig klar, was jetzt Sache ist. Ne? Es gibt zum Beispiel auch die Open Telekom Cloud. Also ich glaube, diese Telekom Cloud hat die allerhöchsten Zertifizierungsstufen vom BSI, da gibt es zig Zertifizierungsgrade. Also es gibt Cloud-Anbieter, die das erfüllen. Ja, da muss man sich halt informieren, aber nach meinen Erfahrungen ist trotzdem, wenn da ein Zertifikat ein Siegel ist, trotzdem scheut man sich es zu tun, die Daten wegzulagern. Und diese Angst kann man auch keinem nehmen. Die ist auch völlig berechtigt. Ja, also da will ich jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Eher an den Staat, der da nicht irgendwie genug für, ich sag mal, Transparenz und Klarheit sorgt. Okay, ja, man muss sich natürlich überlegen, welche Daten möchte ich in der Cloud verarbeiten. Ich sag mal, nicht jedes Unternehmen hat so besonders schützenswerte Daten. Ne? Wenn du jetzt ein Online-Shop bist für Fahrradteile oder sowas, dann sehe ich im schlimmsten Fall, okay, jemand hat mal was bestellt in diesem Online-Shop oder hat da neue Bremsen bestellt für sein Fahrrad. Das ist natürlich eine ganz andere Klasse als mit Krankheitsdaten. Ja. Absolut. Absolut. Das ist, also ich sehe auch immer, dass die Cloud-Anbieter sich mit Zertifizierungen schmücken, weil natürlich Vertrauen ist für die alles. Wenn sie das Vertrauen ihrer Kunden nicht gewinnen, dann wird keiner deren tollen Services nutzen. Ja, nochmal ein Beispiel zu diesem Thema. Wenn du im Finanzsektor tätig bist, ne, was auch eine Versicherung ist, dann schreibt die BaFin vor, pass auf, wir müssen jederzeit in der Lage sein, stichprobenmäßig in das Rechenzentrum zu gehen und Dinge zu checken. So, stell dir Amazon vor die anderen Anbieter. Ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, ne? Aber jetzt gerade bei Amazon habe ich die Erfahrung gemacht, es ist möglich. Das heißt, natürlich nicht jetzt jedes kleine Unternehmen, sonst würde ja Schlange stehen, da müsste Amazon permanent die Tür offen haben. Aber bei großen Unternehmen ist Amazon natürlich auch gewillt, den Leuten diese Angst zu nehmen und sagen, okay, mit gewissen Unternehmen, wenn das erforderlich ist, um die Daten bei uns zu haben, machen wir das. Ja, ich hätte jetzt fast gedacht, dass dann ja die BaFin fast eine Außenstelle Amazon machen müsste, um dann alle Firmen, die da ihre Daten verarbeiten, fortlaufend prüfen zu können. Ja, genau. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das wird tendenziell mehr, dass Unternehmen sich trauen, aber generell ist es doch so, dass man in der Cloud erstmal unkritische Daten verarbeiten möchte, auch um richtig, Erfahrung zu sammeln und die kritischen Legacy-Systeme noch zu Hause im eigenen Rechenzentrum stehen, was nicht unbedingt heißt, dass die da sicherer sind, aber wenn man es einfach kennt und dann ganz klipp und klar belegen kann, hier sind die Daten und kein anderer hat Zugriff darauf, ne? Du musst dir ja auch vorstellen, es gibt ja auch einfach Ereignisse, wo nicht mal Amazon was für kann, wo dann einfach klar wird, oh,
die sicher geglaubte Infrastruktur ist gar nicht so sicher und wir können das jetzt auch nicht von heute auf morgen abstellen, wenn du Anfang 2008 an die Spectre- und Meltdown-Lücken in den Prozessorkernen zurückdenkst. Na, auf einmal kannst du von deiner virtuellen Maschine in der Cloud eine virtuelle Maschine, kannst du in den Arbeitsspeicher gucken. Wenn auch langsam und mit erheblichem Aufwand, aber es geht und du hinterlässt keine Spuren. So, und das ist in allen Intel-Prozessoren der letzten Dekade so. Das heißt, es wird jetzt auch auf mittlere Sicht keinen einfachen Patch geben, um das zu verhindern. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, da, sobald sowas auftaucht, haben die großen Cloud-Anbieter ein inhärentes Interesse, sofort da eine Lösung für zu finden, weil sonst macht die ganze Cloud-Geschichte keinen Sinn. Aber auch da gibt es ein Zeitfenster, bis alle Patches eingespielt sind, wo natürlich diese Verwundbarkeit dann vorherrscht und man einfach damit leben muss. Ja. Bei der Inhouse-Cloud, du hast es eben schon gesagt, ist natürlich der Vorteil dieser Skalierung nur gegeben über die eigenen Ressourcen der Inhouse-Cloud, also der Rechner, die man dann in-house vorhält. Also man hält selber 100 Server vor und kann dann eben über die 100 Server kann man die einzelnen Anwendungen dann deuen. Das ist auch ein Modell, was meiner Ansicht nach sehr gut funktioniert und was Unternehmen gerne an... Ich meine, auch man darf auch nicht vergessen, auch wenn es sich das jetzt leicht anhört, ja okay, ich habe meinen Diensten da und da ausgelagert und brauche weniger Admins, personelle Ressourcen und so weiter. Das bringt alles nichts, wenn ich das Thema Automatisierung nicht angehe, also diese APIs nicht wirklich nutze, weil dann brauche ich genauso einen Amazon-Experten oder, ne, wie gesagt, nur ein Beispiel für Amazon, der all diese Dinge macht. Nur, dass dieser eine Amazon-Experte mit wenigen Klicks und API-Aufrufen viel mehr und schneller bewerkstelligen kann, als vielleicht drei Admins zusammen auf der anderen Seite. Aber man darf nicht vergessen, dass das Thema nicht unkompliziert ist, überhaupt mal durchzublicken, hey, was ist ein Redshift, was ist ein Fargate, wie spielt Fargate im Vergleich zu Elastic Container Services zusammen, also was nehme ich denn jetzt davon, was sind die Vor- und Nachteile? Du brauchst schon noch sehr viel Know-how, was du dir halt extern einkaufst oder auch intern aufbaust. Das darf man nicht vergessen. Also diese Komplexität ist auch dort nicht zu vernachlässigen. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Ja, das ist, man muss natürlich Schulungen entweder für die Admin-Mannschaft oder ich würde heute fast sogar sagen, auch für die Entwickler, die ja direkt die Cloud benutzen können, um neue Anwendungen zu entwickeln, die muss man natürlich anbieten und entsprechend dann weiterbilden, weil da sehe ich, du hast es eingangs erwähnt, einen riesengroßen Vorteil bei Cloud Computing. Wenn wir jetzt mal aus dem Rechenzentrum und dem Betrieb Szenario rausgehen hin zu der Softwareentwicklung oder zu der Erstellung, dass man eben als Entwickler oder im Entwicklungsteam kann ich im Grunde jedem Entwicklungsteam eine eigene Infrastruktur hinstellen und sagen, so, entwickelt das, testet das, nach 2 Wochen reißen wir das alles wieder ab und bezahlen die verhältnismäßig kleine Cloud-Rechnung und aber dafür haben wir dann was ausprobiert. Oder ihr habt eine eigene Umgebung und müsst nicht auf irgendwelchen Produktionssystemen entwickeln, sowieso nicht, aber man weiß, wie das in Rechenzentren läuft. Manchmal sind die Testmaschinen und die Produktionsmaschinen nicht hundertprozentig voneinander abgeschirmt und dann ist man dann sehr nervös bei manchen Tasteneingaben, um zu gucken, hier mache ich auch nichts kaputt. Das kann in der Cloud halt nicht passieren. Eine andere Sache hier aus dem Big-Data-Umfeld, da kommt es häufig dazu, dass man sagt, okay, ich habe jetzt drei Hypothesen, wie ich die Daten auswerten kann. Ich müsste jetzt Modelle trainieren, die ich dann eben verwenden kann, um die Hypothesen zu überprüfen. Und da kann es super sinnvoll sein, sich eine Cloud-Maschine zu mieten, die über GPUs oder Spezialhardware verfügt, die dieses Training eben sehr, sehr viel schneller bewerkstelligen kann. Ich kann ein Beispiel geben, da war ein High-Performance-Server, der im Rechenzentrum stand, der hat ein Modell in einigen Minuten durchrechnen können und dann mit einer GPU haben wir es in 7 Sekunden geschafft. Wow. Genau. Das heißt, man kann natürlich viel schneller iterieren, weil man als Entwickler nach, ich sag mal, 15 Sekunden Entwicklungsroundtrip, also ich teste etwas, gucke, wie performt das Modell, werfe meine Trainingsdaten drauf, gucke, okay, bekomme ich die Kurve, dann stelle ich die Parameter noch ein bisschen anders ein, trainiere das Modell nochmal, wie performt die Kurve und habe halt sehr schnell innerhalb einiger Minuten eine gute Annäherung erzielt, die ich so schnell mit einer anderen Plattform nicht hinbekomme. Und wenn ich die Karte bestellen müsste für das Unternehmen, dann dauert sowieso erstmal 3 Wochen, bis die bestellt, angefordert und eingebaut und installiert ist. Ja. Aber weißt du was? Und das ist jetzt genau der Punkt. Und daran sieht man es eigentlich perfekt. Wenn ich mich jetzt entschließe, hey, ich will jetzt mal ein Bilderkennungssystem programmieren, was mir Hotdogs von Pizzen unterscheidet, dann
muss ich mich entscheiden, welchen Algorithmus nehme ich. Ich muss mich entscheiden, wie trainiere ich das System. Auf meinem Laptop dauert 30 Jahre, okay, macht keinen Sinn. Was für ein System, wo, auf welchem System kann ich das Ding trainieren? Irgendwann komme ich auf den Trichter, okay, GPUs. Die und die GPUs kommen in Frage. Was kostet so ein Ding? Oh, verdammt, 1000 Euro das Stück. Kann ich mir das überhaupt leisten, nur um das Ding zu trainieren? Ja, nein, vielleicht. Und in der Cloud kann ich jetzt innerhalb der nächsten Stunde, kann ich mir sagen, hey, stell mir einen Server mit 30 GPUs dahin, ist binnen 2 Minuten hochgefahren. Amazon hat Machine Learning Algorithmen. Hey, gib mir mal das Bilderkennungsding. Und dann muss ich nur wissen, wo ich zum Beispiel die Bilder hinlegen muss, die zum Beispiel Bilder von Pizzen und Hotdogs darstellen, und kann den Algorithmus drauf loslassen. Also ich kann, wenn ich mich jetzt hinsetze, bis heute Abend so ein Ding trainiert haben, und zwar massiv parallel, und das Ding wieder heute Nacht abreißen, wenn ich fertig bin. Dann, ich habe überhaupt keine Chance, als kleiner, einzelner, kleines Unternehmen solche Dinge mir selbst aufzubauen. Und das ist es, was es so spannend macht, dass es auch kleinen, mittelständigen Unternehmen die Chance gibt, in diesen Bereichen mitzuspielen. Die Technologie der Großen für Centbeträge oder wenige Euros, genau, Dollars, genau, nutzen zu können. Ja, das stimmt. Was ich da noch festgestellt habe, und das ist jetzt, da würde mich deine Meinung ganz besonders interessieren. Also, in der Theorie ist das ganz einfach. Als Entwickler sage ich, ich brauche diese GPUs und bekomme die dann buche die dann und mache mein Training. Aber, und das ist jetzt meine Erfahrung, in dem Moment, wo der Entwickler hingeht, der hat ja nicht die Firmenkreditkarte oder so, sondern er sagt, er bräuchte eine neue Instanz, die pro Tag XYZ kostet, und da wird er gerne was ausprobieren und dann noch mit der GPU und tralala, und das geht dann nur in Irland. Nee, das war jetzt, ist ein echtes Beispiel, So, und dann kostet das irgendwie pro Tag, ich sag jetzt einfach mal 30 Euro, keine Ahnung. Und oh, jetzt muss die Firma Geld ausgeben. So, das darf der Entwickler nicht selber entscheiden. Das heißt, er muss irgendjemanden fragen, der muss wieder irgendjemanden fragen. Derjenige ist vielleicht in Urlaub oder ist es, ne? Also man stößt dadurch, dass jetzt etwas Geld kostet innerhalb der Firma, stößt man oftmals so eine Prozesskette an, die auch diesen theoretischen Vorteil der sofortigen Verfügbarkeit dann doch wieder zunichte macht im Prinzip oder etwas ausbremst. Und das ist so meine Erfahrung. Da schmunzle ich immer so ein bisschen, wenn es dann genau zu dieser Konstellation kommt, dass dieser Vorteil wieder ein bisschen eingedampft wird. Und da würde mich mal interessieren, wie du das bisher erlebt hast. Also zum einen muss man sagen, es braucht schon eine Cloud-Strategie. Das heißt, natürlich wird das technikgetrieben eher von unten kommen. Aber ich sag mal, IT-Leiter und Bereichsleiter, die das Thema blicken und wissen, welche Vorteile das bringt, sollten das auch ermöglichen. Das heißt, sie müssen zusehen, dass ein Entwickler mit diesen Dingen spielen kann, es ausprobieren kann, weil es am Ende dem Unternehmen was bringt. Ich habe es aber natürlich ganz oft erlebt, dass, ich sag mal, Entwickler technisch vorne dabei sind, Dinge ausprobieren möchten, die Cloud möchten, und dann scheitert es an so einer blöden Kreditkarte, weil keiner gerade 30 Euro auftreiben kann, obwohl man so viel Geld verbrennt für irgendeinen Blödsinn. Es nicht mal entscheiden kann, halt, nicht mal entscheiden die jetzt auszugeben. Kann, genau. Ja. Und das frustriert. Und das führt auch dazu, warum die Leute unzufrieden werden, gehen und so weiter und so fort. Aber das ist eine andere Story. Und ich habe es auch oft genug erlebt, wo der IT-Leiter, der Bereichsleiter gesagt hat, Marcel, kannst du mal gerade auf deine Kreditkarte machen und schlagst einfach hinten auf die Rechnung drauf. Ja, das hatte ich auch schon mehrfach. Ist ja auch okay, ich finde es total süß und mache das auch gerne. Aber für das Unternehmen ist es nicht gut. Man muss sich mit diesen Dingen ernsthaft auseinandersetzen und eine Strategie festlegen und ein Budget bereitstellen, sei es noch so klein, aber auch den Leuten signalisieren, hey, wir nehmen das Thema ernst, wir wollen damit Erfahrung sammeln. Das Budget haben wir bereitgestellt zum Ausprobieren, aber dann weiß jeder, wo er dran ist, was er kann, was er nicht kann. Und so geht man das am besten an. Lass die Entwickler dran rumprobieren und spielen, weil das sind die, die mit Enthusiasmus und Herzblut dabei sind, und meistens kommt da was bei Gutes rum. Ich denke auch, man muss einfach so eine Art, wie man ein Fortbildungsbudget hat für jemanden, ne, muss man auch so eine Art Cloud-Budget haben, weil letztlich gehört das ja dazu, dass man sagt, okay, wenn unsere Firma oder unser Unternehmen entschieden hat, dass das eine Marschrichtung ist, die wir verfolgen, muss man halt sagen, oh, Team pro Jahr gibt es halt Betrag X für Cloud-Experimente, sodass man eben da dann nicht diesen Vorteil total ausbremst, indem man diese schnelle Verfügbarkeit von Ressourcen dann durch den Einkaufsprozess oder Genehmigungsprozess des eigenen Unternehmens voll auskontert. Ja, genau. Ich meine, wir Deutschen neigen ja gerne dazu, alles ein bisschen überkompliziert zu machen mit Anträgen und Kontrolle und hin und her. Das ist halt kontraproduktiv. Das ganze Thema Cloud ist halt Richtung Automatisierung und Geschwindigkeit ausgelegt. Wenn ich das
ich sag mal, konterkariere mit Prozessen und all diesen Genehmigungsgeschichten, dann habe ich nicht wirklich was gewonnen. Ja, das stimmt. Und du hast ja, Geschwindigkeit wird in dieser Welt ja immer wichtiger und auch die Wertschöpfung, also das kommt jetzt sehr auf das Unternehmen an, ist ja manchmal sehr stark an die Geschwindigkeit geknüpft und das muss man ja dann auch sehen, ja. Wie kannst du denn, oder Skillbyte als Experten, du bist ja der DevOps-Mensch, der da viele Unternehmen berät. Wie kannst du denn Unternehmen helfen, die vielleicht gerade im Zwiespalt sind und sagen, okay, die Cloud haben wir erkannt, die nutzen wir auch schon, aber wir würden gerne mal so eine Strategie, die Hand und Fuß hat, aufsetzen? Also grundsätzlich in solchen Fällen gucke ich mir an, was haben die in-house? Wie nutzen Sie IT aktuell und wie viel Know-how haben Sie? Ich sehe grundsätzlich zu, dass ich mich, je nachdem, wie viel Know-how im Unternehmen enthalten ist, mich ein bisschen an deren Niveau oder Wissensstand anpasse und versuche, immer den Kunden mitzunehmen. Das heißt, ich bestehe fast drauf, hey, bitte stellt mir jemand zur Seite, der guckt, was ich mache, der lernt, der das irgendwann alleine machen kann. Ich meine, es gibt Berater, die versuchen, sich unersetzbar zu machen. Ich sehe das genau andersrum. Ich versuche, den Kunden zu enablen, weil wenn er enabled ist und weiß, was alles geht und merkt, hey, der hat einen guten Job gemacht, der hat uns gut beraten, der coacht unsere Leute, der nimmt die mit, wir sind produktiver, dann habe ich langfristig viel mehr wirtschaftlich auch von, als wenn ich versuche, die schnelle Markt zu machen und einen Kunden irgendwo reinstürze, wo er alleine nicht mal rauskommt. Das, weil ich versuche halt langfristig was zu machen. Und demnach baue ich die Strategie auf. Also wie viel kann ich ihm zumuten? Was macht für ihn Sinn? Wo macht es Sinn, ich sage mal, kleine Teile rauszuschneiden und die ersten Gehversuche in der Cloud zu machen? Das fängt an erstmal mit ein paar, ich sage mal, Strategie-Workshops, ein paar Technik-Workshops für die eigenen Leute, bis hin zu, ich unterstütze euch mal jetzt, um einen Dienst irgendwo in die Cloud zu fahren. Und dann gucken wir uns das mal an. Funktioniert das? Messen haben ein paar KPIs, ein paar Messdaten, die am Ende belegen, hey, ich war um 38% schneller, als wenn ich das jetzt zu Fuß auf meinem Rechner gemacht hätte. Und anhand dessen bauen wir das Ganze weiter auf. Das ist so die Strategie. Genau, also ich finde es auch sehr gut und sehr wichtig. So gehe ich eigentlich auch vor, dass man guckt, dass man eine Anamnese macht und sagt, okay, was habt ihr denn und was sind denn eure nächsten Ziele, sowohl technologisch als auch vom Geschäft her, und dass man das dann miteinander vergleicht. Und ich bin jemand, der immer sehr deutlich auf diesen eingangs erwähnten Vendor-Login hinweist und sagt, ja, wir könnten hier diesen Service nehmen, dann sind wir vielleicht nach einem Tag, haben wir diese Funktion umgesetzt. Wir können aber auch eine VM installieren oder einen Docker-Container installieren, der halt diese drei Komponenten beinhaltet. Dann lernen wir, wie die zusammenhängen, ne? Dann ist das nicht so eine Blackbox. Plus, dann haben wir es vielleicht nach drei Tagen aufgesetzt. Ja. Aber gerade sowas wie Docker oder diese Container-Technologien, die sind ja so ein breiter Standard. Jeder Cloud-Anbieter muss diesen unterstützen, dass man da quasi Cloud-Anbieter unabhängig ist und nur noch der Cloud-Anbieter letztlich die Infrastruktur bereitstellt. Ich halte das für eine wichtige Sache, dass man, du hast eben von Enabling gesprochen und ja auch diesem Education-Gedanken, dass man dem Kunden hilft, sich selbst zu helfen und zu verstehen, was da eigentlich vorgeht, wenn er es möchte. Ne? Es gibt auch Kunden, die sagen, du Maurice, setz das einfach auf und wenn das läuft und das Licht grün ist, dann bin ich zufrieden. Ja. Aber dass man schon versucht, dem Kunden zu zeigen, was geht, sodass er es auch selber benutzen kann und dann auch für andere Projekte dann eben einsetzen kann und dann, dass er auch technologisch mitwächst und nicht einfach nur, dass man Pflaster auf ein Problem klebt und im Grunde weiß keiner, was da gemacht wurde und das läuft jetzt und keiner fasst es an. Also das gibt es ja ganz oft in Firmen, dass da irgendwelche Rechner nie ausgeschaltet werden oder Services nie ausgeschaltet werden aus Angst. Keiner hat je ausprobiert, was passiert. Ja. Ich hatte jetzt letzte Woche noch ein System, ist ein Failover-System gewesen von Apache Airflow, so einem Scheduling-Framework für Big Data-Jobs. Und die einzelnen Knoten wurden erweitert. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja super, das ist ja Failover-mäßig, dann erweitern wir den einen Knoten und starten den einfach neu. Ja. So, weil dann wird der andere ja übernehmen und dann graden wir den anderen Knoten ab und dann starten wir den neu, dann wird der erste wieder übernehmen. So, und dann war schon so, wow, okay, wir haben das noch nie ausprobiert, ob der Neustart nicht zu Problemen führen könnte oder nicht so. Ja. Und das ist natürlich eine Situation, die man vielleicht vorher ausprobieren sollte, bevor sehr, sehr viele Dienste davon abhängig sind. Also ich erlebe manchmal sogar, dass auch wenn der Kunde am Anfang sehr zögerlich war, auf einmal, also gerade die, ich sag mal Admins, ne, mit denen ich dann zusammenarbeite vom Kunden, die dann auf einmal, wo ein Feuer entfacht wird für die Technologie, weil die jetzt im Prinzip blicken, hey, was bedeutet das, wie viel Arbeit kann ich jetzt sparen und wie toll das alles, wenn das einmal aufgesetzt ist, auf einmal funktioniert und hin und her.
wo sie dann auf einmal sehr schnell vorwärts wollen. Und dies noch und das noch und dann installieren wir das noch und dann nehmen wir noch das. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass ich den Kunden auch mal bremsen muss und sagen, ja, ich finde es total toll, dass ihr jetzt diese Begeisterung dafür habt, aber schneller vorwärts gehen macht jetzt keinen Sinn. Das macht eher Sinn, jetzt sich damit weiter auseinanderzusetzen, eine gewisse Sicherheit zu erlangen, mehr hinter die Kulissen zu gucken, wie dies und jenes funktioniert und dann schrittweise und langsam weiterzugehen, die nächsten Vorteile auszuspielen, als jetzt alles auf einmal zu machen zu wollen. Aber das ist, macht echt Spaß, dazu zu gucken, wie der Kunde plötzlich so Feuer fängt. Ne? Und auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, die kennen ja ihren Laden und die kennen ihre Systeme und auf einmal, wenn sie dieses neue Konzept verstehen, dann wissen sie, wie sie an ganz vielen anderen problematischen Stellen jetzt dieses Problem lösen können und ich glaube, daher kommt dann dieses Feuerwerk im Kopf oder dieses Ideenfeuerwerk, dass man sagt, boah, jetzt können wir das noch regeln und das noch regeln und das noch regeln. Ich finde das immer super und bin ein Fan davon, dann Tickets anzulegen oder die alle ins Backlog zu stopfen, um dann A, dass es nicht vergessen wird und B, das ist auch ganz wichtig, das passiert mir persönlich auch sehr oft. Du hast eine Idee, denkst, die ist total gut, schreibst das einmal auf, es hängt eine Woche ab, du guckst dir das Ticket wieder an oder guckst dann im Backlog an, was habe ich mir denn da ausgedacht und dann denkst du dir, was habe ich mir denn dabei gedacht? Nee, das ist ja Quatsch. Also, dass man diese Abhängzeit von dieser Idee auch noch nutzen kann, um zu sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich etwas wirklich, wirklich Sinnvolles, es hat mich von der Woche begeistert und begeistert mich jetzt immer noch. So wichtig ist das eigentlich nicht und da gibt es andere Sachen, die wichtiger sind, dass man so einen natürlichen Filter hat, um dann die wichtigsten Ideen sich herauskristallisieren zu lassen. Ja. Nee, super, da denke ich, haben wir einige Punkte angesprochen und ein gutes 360-Grad-Bild über die Cloud gezeichnet. Vielleicht noch so als Abschluss. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Zukunftstechnologie, die nicht wieder weggeht. Erzähle ich jetzt kein Geheimnis. Für die Entwicklungsmannschaft macht das absolut Sinn und auch für den Betrieb macht es Sinn, gerade wenn Spezialhardware benötigt wird oder wenn große Skalierung gefragt ist. Also zwischen Lastspitze und Standardbetrieb ein sehr großes Delta vorliegt. Ja. Also das vielleicht noch so als Abschlussanekdote. Weißt du, wann das Cloud Computing eigentlich erfunden wurde oder bei welchem Event? Oh mein Gott, nee. Wenn man das so sagen kann. Also ich habe nachgelesen, dass Amazon 2006 im Weihnachtsgeschäft festgestellt hat, dass die Auslastung um Faktor 10 höhere Anforderungen an die Infrastruktur stellt als im Regelbetrieb. Also, weiß ich, November, Dezember, Faktor 10 höhere Last als im März oder so. Und dass sie dann festgestellt haben, Mensch, viele Unternehmen müssten doch ganz ähnliche Szenarien haben. Bei uns ist es das Weihnachtsgeschäft, bei den Autoversicherungen ist es, glaube ich, Ende September. Bei Facebook, Yahoo und so weiter gibt es auch immer wieder sehr aktive Phasen, also wenn gleich ein Fußball-Länderspiel ist. Und eigentlich ist unser Problem, wir glauben, das ist ein Sonderproblem, ist gar kein Sonderproblem. Und es wäre doch schön, wenn wir diese asynchronen Spitzenlasten, wenn wir die alle auf einer Infrastruktur abhandeln könnten, anstelle dass jeder zehnfache Überkapazitäten vorhalten muss. Und so, das war so der Startschuss, wo man sagte, Mensch, wir können mal darüber nachdenken, wie wir unsere Infrastruktur auch dem Massenmarkt zugänglich machen. Sie wollten das natürlich. Interessant, wie sie aus einem eigenen Need heraus so Megaprodukte erschaffen. Ne? Ja, das ist auch, man muss ja auch sagen, Amazon 2006 ist halt erstmal der, nicht mal nur der Buchversender gewesen, aber der Online-Versender für, ich sag mal, Elektroartikel und Bücher und ja, alles, was sich einfach versenden lässt. Und dass man dann sagt, beschreiten da so einen ganz neuen Weg. Klar, ist natürlich mutig, aber ich glaube, der Erfolg gibt ihnen recht. Und Microsoft, Google, Oracle und viele, viele andere haben natürlich mitgezogen. Ja. Ja, super. Cool. Vielen, vielen Dank, Marcia, für deine Einschätzung. Danke dir auch. Gerne, immer gerne. Wenn die Zuhörer Feedback einsenden wollen oder Fragen haben, können sie es gerne tun. Wir freuen uns immer über E-Mails an podcast@skillbyte.de. Hinterlasst gerne eine Bewertung, wo immer ihr auch diesen Podcast hört, also bei Spotify oder iTunes oder Deezer oder Soundcloud, YouTube und überall vertreten ist. Und abonniert gerne den Podcast auf Soundcloud und schaut bei uns auf skillbyte.de im Blog vorbei für weitere interessante Informationen. Vielen Dank, Marcia. Danke. Tschüss, Maurice. Ciao.